So, wir freuen uns jetzt, dass wir wieder zur Predigt kommen. Jesus sagt, seine Worte sind Geist und Leben und die können unser Leben für immer verändern. Heute geht es darum, dass Gott ein Gott ist, der Wunder tut. Er ist allmächtig und er liebt alle Menschen gleich. Aber wir müssen lernen, wie wir mit Gott zusammenarbeiten, dass wir seine Wunder erleben. Brauchst du Wunder in deinem Leben? Ja. Der Himmel ist voll davon. Die Bibel sagt, der Himmel ist voll mit Gottes Wundern über uns, aber Gott will sie in dein und mein Leben bringen. Und darum geht es heute, wie du zu deinem nächsten Wunder geführt wirst. Die Predigtnotizen sind auf unserer Webseite neuesleben.berlin. Dort könnt ihr sie als PDF runterladen und auch die Predigt nochmal anschauen. Also herzlich willkommen auch für unsere YouTube-Zuschauer und ich bete jetzt nochmal für die Predigt. Jesus, wir danken dir jetzt von Herzen für die Bibel, das Wort Gottes, in dem Rettung ist und ewiges Leben. Jesus, du hast das Reich der Himmel auf die Erde gebracht. Du bist am Kreuz gestorben zur Vergebung unserer Sünden, damit wir gereinigt werden, geheilt werden und ewiges Leben haben und Gemeinschaft mit unserem himmlischen Vater und dass der Heilige Geist in uns Wohnung nimmt. Rede jetzt persönlich zu uns, offenbare uns deine übernatürliche Kraft, der Wunder, die du in unserem Leben tun willst. Und pflanze dein Wort tief in unsere Herzen, dass wir es tun und umsetzen können und dass es hundertfache Frucht bringt. In Jesu Namen. Amen. Heute möchte ich reden über eins der größten Wunder im Alten Testament in 1. Könige 17, wo der Prophet Elia ist. Und alle Propheten haben gesagt, bevor der Christus kommt, wird der Elia wiederkommen, der vor Jesus Christus, dem Sohn Gottes, vorhergeht. Und das war Johannes der Täufer im Geist des Elia. Und Elia hat Tote aufgeweckt, er hat Kranke geheilt, durch die Kraft Gottes viele unglaubliche Wunder getan. Und in 1. Könige 16 war einer der gottlosesten Könige, das ist der Kontext, Ahab, mit seiner Frau Isabel. Und sie haben Baals Götter angebetet. Und Baal war eine Riesenstatue mit ausgestreckten Armen, ihr könnt das googeln, mit einer teuflischen Gesicht. Und dort wurden Kinder geopfert. Es wurden Satan Kinder geopfert. Ja? Und das war ein Greuel vor Gott. Und diese Baalstatuen hat Ahab mit Isabel aufgerichtet. Und in 1. Könige 16 heißt es, Vers 31, er ging hin und diente dem Baal und warf sich vor ihm nieder. Das müssen wir uns mal vorstellen. Ja? Und gottlose Könige haben Kinderopfer gebracht. Die Propheten sagen das, sie haben Kinder im Feuer verbrannt und es Dämonen und Satan geopfert. Ja? Heute wirken auch, der Teufel ist ein Menschenmörder und wir denken heute an Abtreibung. Leben, das Gott gegeben hat, wo das Herz der Kinder schon schlägt, im Mutterleib. Ja? Und das ist etwas, was Gott hasst, weil Gott liebt jedes Baby. Stimmt das? Und Leben kommt von ihm. Die Bibel sagt, Kinder sind eine Gabe Gottes. Und hier kam der Zorn Gottes. Er machte sich auch die Aschera. Er hat alle möglichen Götter der heidnischen Völker aufgerichtet. Und Ahab fuhr fort, dem Herrn, dem Gott Israel, zum Zorn zu reizen. Mehr als alle Könige Israels, die vor ihm gewesen waren. Und dann kommt Gericht. Ja? Okkultismus, Esoterik, ja? Alle falschen Götter. Und wenn wir uns in Okkultismus, das heißt Verborgenes, Okkult heißt verborgen, geheim, verstricken. Gott sagt in der Bibel, wir sollen nichts damit zu tun haben, weil dadurch kommt Verwirrung. Dadurch kommt Geister des Todes, Geister des Mordes. Ich hatte das in meinem Leben. Ich war früher in Freimaurerei, Okkultismus verstrickt und der Teufel hat mir gesagt, du wirst mit 42 sterben, du wirst früh sterben. Und dann habe ich das gebrochen in meinem Leben und habe gesagt, nein, ich werde lange leben. Meine Mutter hat jahrzehntelang gesagt, ich werde mit 62 sterben. Und wir wussten damals nicht, dass es ein Fluch war. Und sie starb mit 62 Jahren wie ihre Mutter. Wir haben das nicht gebrochen. Und das kommt, wenn wir nicht wirklich in einer Liebesbeziehung mit Gott kommen. Der Teufel, sagt die Bibel,
ist jemand, der stiehlt und tötet. Und dann heißt es in Vers 17, also hier war Gericht, Elia empfing ein Gerichtswort von Gott und die Bibel nennt Götzendienst Bundesbruch. Gott ist ein Gott des Bundes. Ich sage immer, ich habe zwei Bündnisse. Hier ist mein Ehering, der heilige Bund der Ehe mit meiner Frau. Im Juli bin ich 30 Jahre verheiratet. Jetzt hätte ich fast 32 gesagt, 30 Jahre. Und dann der Bund mit meinem Gott. Amen. Wenn du Jesus annimmst, kommst du in einen ewigen Bund mit Gott. Und dieser Bund war gebrochen durch Israel. Und dafür kommt Gericht. Und in Kapitel 17 kommt Elia, der Tischbieter aus Tischbe in Gilead, und sagte zu Ahab, so wahr der Herr Gott Israels lebt, wenn es in diesem Jahr Tau und Regen gibt, es sei denn auf mein Wort. Mhm. Auf Deutsch übersetzt sagt er, es wird keinen Regen mehr geben in Israel, bis ich wieder zu dir komme und es beende und sage, jetzt wird wieder Regen kommen. Und wir erfahren, 3,5 Jahre war Dürre im Land und alles trocknete aus. Und Hungersnot entsteht durch so etwas. Und Gott sendet Gerichte. Und wir erleben das weltweit. Immer mehr Erschütterungen. Stimmt das? Gott sagt, sie haben mich nicht befragt. Sie befragen Dämonen. Du kannst dich fragen über manche Regierung. Hier vielleicht in Deutschland oder Österreich oder Frankreich. Oder ja, befragen die Regierung Gott? Nein. Oder wen befragen die Regierung? Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Er will Nation segnen, stimmt das? Gott will dich segnen, deine Familie segnen, alles, was du hast, vermehren. Aber wenn Menschen sich abwenden von Gott, dann kommen Probleme und Erschütterung und Krisen und Kriege und wir erleben das jetzt, ja? Aber Gott lässt Gericht und Erschütterung zu, aus dem Grund, damit wir Buße tun. Amen. Gott will, dass wir umkehren zu ihm. Er will, dass wir in der Not unsere Wege ändern. Das ist der Zweck für Gerichte. Das ist meine Einleitung, das habe ich hier aufgeschrieben. Also falls du dich fragst, warum kommen die Gerichte? Unsere Sünden bringen die Gerichte, nicht Gott. Stimmt das? Unsere Sünden, dämonische Mächte, denen wir Türen geöffnet haben. Und da müssen wir Buße tun und die Türen wieder schließen. Also Elia sagt voraus, es kommt eine Dürreperiode. Und heute will ich mit dir reden über 6 Etappen, wie Gott Wunder tun kann in deinem Leben. Bist du daran interessiert? 6 Stationen und Etappen, wie du lernen kannst, von Gott dein nächstes Wunder zu empfangen. Und dein übernächstes. Und dein überübernächstes. David sagt, deine Wunder sind zu zahlreich zu zählen. Gott will dieses Jahr in deinem Leben Dutzende Wunder tun. Aber wir müssen verstehen, wie er das tut. Und Elia und 1. Könige 17, 7 bis 16, nur 10 Verse, ist eine Witwe, zu der Elia gesandt wird und sie wird gerettet aus der Hungersnot mit Elia. Und wir werden uns das anschauen. Das ist ein wunderbares Beispiel zu verstehen, wie der allmächtige Gott, der Wunder tun kann, sie tun wird in deinem und meinem Leben. Wir müssen verstehen, Gottes Prozess, Wunder zu tun, ist oft begleitet von einer Serie von unerwarteten, ungewöhnlichen Dingen. Ich habe oft gesagt, Gott ist ein Gott der Überraschung. Gott ist ein Gott der Überraschung, weil seine Wege sind höher als deine Wege. Seine Gedanken sind höher, so viel der Himmel ist über der Erde, sind seine Gedanken höher. Und darum muss er sie uns offenbaren, seine übernatürlichen Pläne. Das sagt übrigens Jesaja 55, Vers 10 und 11. Meine Wege sind höher. Und Elia war ein Prophet Gottes, der seine Stimme hörte. Und das kann du und ich lernen. Amen. Jesus sagt, wenn du mich annimmst, hast du nicht nur ewiges Leben. Ich nehme Wohnung bei dir und meine Schafe hören meine Stimme. Johannes 10, 27. Und sie folgen mir nach. Und wenn du Jesus nachfolgst, rate mal, was passiert. Du erlebst Wunder. Amen. Du erlebst übernatürliche Handlungen und Eingreifen Gottes. Also Gott ist ein Gott der Überraschung. Das habe ich bei unserer Verlobung, bei unserer Hochzeit dann gepredigt, wo über 150 Gäste, unsere ganze Familie war in Los Angeles. Da habe ich dann gesagt, ich hätte nie gedacht, dass ich eine Südkoreanerin heirate. Aber Gott ist ein Gott der Überraschung. Und Gott hat mir eine wunderbare, gesegnete Familie gegeben, mittlerweile mit 8 oder 9 Pastoren.
Und ich habe nie eine heile Familie gekannt und Gott wusste, was ich brauche. Amen. Ein Glück, dass ich auf Gott gehört habe, die richtige Frau dann erwischt habe. Und daraus sind so viele Wunder geschehen in unserem Leben. Also, Etappe Nummer 1, ein überraschender Ort. Also jetzt kommt die Dürreperiode, es regnet nicht mehr, der Regen hört auf, nachdem Elia Gottes Wort gesprochen hat, des Gerichts der Dürreperiode. Und es geschah das Wort des Herrn in Vers Kapitel 17, 1. Könige 2 bis 6, des Herrn, geh fort von hier, wende dich nach Osten und verbirg dich am Bach Krit, der vor dem Jordan ist. Das ist ein ungewöhnlicher Ort, zu einem Bach geschickt zu werden, weil wenn es nicht mehr regnet und wenn alles verdorrt, dann ist das der erste Ort, der vertrocknet. Was, zu einem Bach soll ich gehen? Warum nicht zu einem See oder irgendwo anders, wo ein Reservoir ist? Aber Elia hört Gottes Stimme und Gott hat etwas geplant. Und dadurch will er auch dich und mich lehren. Er geht zu einem ungewöhnlichen Ort, an den Bach Krit. Und er ist trainiert, Gott zu gehorchen. Und das ist der Schlüssel, die Qualifikation für Gottes Wunder. Gott sagt dir vielleicht ungewöhnliche Dinge, die für dich überhaupt keinen Sinn ergeben. Aber die Frage ist, bist du bereit, aufgrund dessen, was Gott dir zeigt und sagt, zu handeln? Elia war es. Er machte sich auf, ging an diesen Bach. 2010 war für Sunja und mich eine Dürreperiode. Vielleicht erlebst du das gerade. Du erlebst vielleicht eine seelische Dürre, eine geistliche Dürre. Du bist ausgetrocknet, niedergedrückt. Du fragst dich, was bringt das Leben alles noch? Wo ist meine Hoffnung? Wo ist mein nächstes Wunder? Vielleicht hast du deinen Job verloren. Aber ich sage dir, Gott ist deine Quelle. Amen. Keine Firma, kein Arbeitgeber, kein Job. Gott hat Besseres für dich. Amen. Und Gott will in der Dürre deine Seele bewässern und zu einem wasserreichen Garten machen. Und er will dir Freude geben. Die Bibel sagt, der Schwache sage, ich bin stark. Der Schwache sage, ich bin ein Held. Und wenn wir das tun, dann kommt die Kraft Gottes, weil du Gott gehorchst. Amen. Also vielleicht bist du in einer Dürre. 2010 haben wir Fernseharbeit verloren. Wir haben von 2000 bis 2010 10 Jahre Baylis Conley Fernseharbeit aufgebaut. Von null. Sodass er in ganz Deutschland bekannt wurde. Jetzt ist auch Bibel TV in anderen Fernsehsendern. Wir haben auch mit Hillsong gearbeitet, auch mit anderen Predigern. Und dann kam die Weltwirtschaftskrise 2008 und Gewitterwolken am Himmel. Und unser Strom vertrocknete. Und dann haben wir die Arbeit nach Hamburg verloren, wo heute Joyce Meyer die Arbeit ist. Und wir haben 80% der Einnahmen verloren. Und dann habe ich gesagt, Gott, was sollen wir jetzt tun? Das musst du in der Dürre fragen. Was sollen wir jetzt tun? Und dann hat Gott zu mir geredet, ich werde deine Verluste doppelt ersetzen, mein Sohn. Geh auf ImmoScout in den Landkreis Barnim, ich habe dort ein Haus für euch. Ich wusste gar nicht, was Barnim ist. So genau hat Gott gesprochen. Das ist einer von 220 Landkreisen. Und habe ich in 2 Minuten das Haus gefunden, in dem wir heute wohnen. Für einen Schnäppchenpreis gekauft. Und dann hat Gott weitergeredet und von 2010 bis 2020 hat er unseren Dienst aufgebaut. Ja? Die Bibelschule, viele andere Dinge, ihr seid die Bibelschule und wir haben Dinge entwickelt. Und das kam wirklich, dass Gott vom Himmel seine Wunder offenbart hat. Amen. Und diese Gemeinde ist ein Wunder. Vielleicht sagt Gott dir, gründe eine Gemeinde. Wir haben diese wunderschönen Räume inmitten einer Dürreperiode in Deutschland gemietet. Im August 2020, stimmt das? Und wir haben den Preis bekommen, darf ich nicht so viel drüber reden, den wir gefordert haben. Und das ist ein unglaublich geringer Preis gewesen. Also Gott kann und will Wunder tun, auch in der Dürre für dich. Gott kann in der Dürre eine überraschende Begegnung geben, eine Einladung, ein Hinweis. Du triffst jemanden und Gott sagt, das ist der Schlüssel. Das ist der nächste Ort des Segens für dich. Für Elia war es der Bach Krit. Die zweite Etappe war ein überraschender Versorger. Und da sagt Gott in Vers 4 bis 6, und es soll geschehen, aus dem Bach wirst du trinken und ich habe den Raben geboten, dich zu versorgen. Da ging er hin nach dem Wort des Herrn, er ging und blieb am Bach Krit, der am Jordan ist, und die Raben brachten ihm Brot
und Fleisch am Morgen, Brot und Fleisch am Abend und aus dem Bach trank er. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du an Raben denkst, die sind nicht gerade als Menschenfreunde bekannt und als Butler und Dienende, die Menschen Essen bringen. Die sind eher dafür bekannt zu stehlen, stimmt das? Die werden in der Bibel mit Aasgeiern verglichen. Ich kann dir auch die Bibelstelle nennen, in Sprüche 30, 17 wird der unreine Geier mit den Raben verglichen und da wird sogar was Schlimmes gesagt, die Augen ausstechen, Gott bewahre. Also Raben waren ganz unreine Tiere für die Israeliten und jetzt sagt Gott Elia, ich habe Raben befohlen, dich zu versorgen für eine Phase, für eine Zeit. Das offenbart Gott ihm nicht. Elia denkt, das wird sich niemals ändern. Er ist gemütlich am Bach eingerichtet, man kann ihn sehen unter dem Schatten eines Baumes. Er hat genug Wasser, er trinkt. Und ich glaube, Elia hat genossen die Morgenmahlzeit der Raben. Ja? Vielleicht ja, haben sie das auf ein kleines Tablett zu zweit gebracht. Ja? Frühstück, Elia. Ja? Und dann am Abend Abendbrot. Ja? Natürlich mit Rabensprache. Aber er hat es sich gemütlich gemacht. Und er hat es genossen, ja. Und Gott ist der Versorger. Und Gott hat verborgene Versorgung und Schätze für dich und mich. Und wir müssen wirklich, wenn wir in Krise und Dürre sind, sagen, Gott, zeig mir in deinen Möglichkeiten, in deinen unbegrenzten Möglichkeiten, deine Antwort. Amen. Und dann hat Gott vielleicht Raben oder etwas, wo du sagst, wow, das würde niemals etwas sein, wodurch ich gesegnet werden kann. Aber genau das ist Gottes Wunder für dich, Gottes Antwort. Und ich habe mich dann auch nochmal gefragt, du vielleicht auch, wie kann denn Gott Raben befehlen und die gehorchen auch noch wochenlang und bringen Frühstück und Abendessen für den Propheten Gottes? Ganz einfach, weil Gott die Raben geschaffen hat. Amen. Gott ist der Schöpfer von Himmel und Erde und alle Schöpfung ist ihm untergeordnet und Gott kann alles tun. Er hat durch sein Wort Himmel und Erde geschaffen. Wie viel mehr kann er Raben dazu bringen, einen Propheten zu versorgen? Und der Schlüssel ist, Elia spricht es aus. Er sagt, danke Gott. Gewiss hat Elia gesagt, danke Gott, dass du jetzt Raben sendest, die mich ernähren hier am Bach. Ich danke dir für Fleisch und Brot am Morgen und Gott wacht über seinem Wort, es zu erfüllen. Amen. Also ungewöhnliche Versorgung kommt durch diese Raben. Und ich glaube, Gott wollte dir und mir damit zeigen, begrenze mich nicht. Gott ist ein unbegrenzter Gott in deinem Leben. Amen. In meinem Leben, ich muss lernen, nicht Gott in eine kleine Box zu stecken. Lass Gott aus der Box raus. Amen. Gott hat 1000 Möglichkeiten, dich und mich zu segnen. Amen. 1000 Möglichkeiten. Ihm gehört Himmel und Erde. Also Gott ist ein Gott der Überraschung. Außerhalb der Box sind seine Versorgung. Etappe Nummer 3, ein überraschendes Problem kommt. Hast du das schon erlebt? Alles ist gut, du bist entspannt und plötzlich kommt eine Krise und ein Problem. Und das lesen wir in Vers 7. Es geschah nach einiger Zeit, da vertrocknete der Bach, denn es war kein Regen im Land. Ja, und Elia, wie gesagt, er hat sich wohlgefühlt. Er hat vielleicht sogar Freundschaft mit den Raben gebaut. Ja? Und er hat es richtig genossen, diesen Raben-Essensservice. Eine der schwierigsten Lektionen, die du und ich lernen müssen, hört das gut, eine der schwierigsten Lektionen, Gott beruft uns an einen Ort und in eine Aufgabe oder Sache für eine Phase aus einem bestimmten Grund. Aber dann müssen wir auch bereit sein, neue Befehle zu empfangen, wenn sich etwas ändert. Hört ihr das? Das Leben ist wie ein Fluss, wie ein Strom. Ja? Und ein Strom schlängelt sich. Der geht mal nach links, dann geht er wieder geradeaus, dann geht er wieder nach rechts und dann geht er wieder nach links. Oh, jetzt bin ich aus der Kamera raus. Ich versuche, der Kamera zu sein. Und wenn eine Biegung kommt, bleiben viele Christen, auch Christen, stehen. Und sie sagen, ah, das Alte ist so gut. Aber das ist nicht mehr das, was Gott hat. Gott hat eine neue Phase des Segens, einen neuen Ort des Segens, eine neue Versorgung. Aber viele plateauen und bleiben stecken
Und wir müssen eng mit Gott gehen. Amen. Wir müssen seine Stimme hören, wenn ein unerwartetes Problem kommt. Und da musst du fragen, Gott, was nun? Jetzt habe ich ein Problem. Was sagst du dazu? Ich weiß, du kennst die Lösung schon, himmlischer Vater. Würdest du sie mir bitte jetzt offenbaren? Amen. Amen. So einfach ist das. Früher, wir haben auch laufend Probleme und Herausforderungen jeden Tag, jede Woche, Suni und ich. Aber auch sehr, sehr viele Segnungen. Aber im Frühjahr, wenn ich Probleme hatte, eine unerwartete Rechnung, bin ich in Panik geraten. Ja? Und dann bin ich zusammengebrochen. Mein Glaube hat plötzlich Flügel bekommen und ich war wie ein Ungläubiger. Und jetzt habe ich gelernt, dass ich nicht mehr in Panik gerate. Amen. Sondern ich kenne meinen Gott. Mein Leben ist in seiner Hand. Er wusste, dass das Problem kommt. Amen. Und dann gehe ich zu ihm und sage, Herr, guck dir das an. Und das hat Elia garantiert gesagt. Er hat gesagt, Gott, guck, hier, der Bach, du hast gesagt, hier soll ich trinken, ist kein Wasser mehr da. Da kommt nur noch ein kleiner Rinnsal, was jetzt? Aber Elia hat Gottes Stimme gehört. Amen. Und er ist in die nächste Wendung seines Lebensflusses gekommen. In die nächste Phase des Segens mit Gott. Etappe Nummer 4 ist ein überraschender Auftrag, eine überraschende Wegweisung. Und alle Etappen haben das Wort überraschend in sich. Amen. Alle 6 Etappen überraschend. Gott ist ein Gott der Überraschung. Wir müssen nur von ihm empfangen und hören. Amen. Und er sagt in Vers 8 und 9, da geschah das Wort zu dem Herr, des Herrn zu Elia, mache dich auf, gehe nach Zarpat, das zu Sidon gehört, und bleibe dort. Siehe, ich habe dort einer Witwe befohlen. Gott hat wieder befohlen, einer Witwe, die noch gar nichts von ihrem Glück wusste, dich zu versorgen. Da machte er sich auf, ging nach Zarpat, kam an den Eingang der Stadt. Da war eine Witwe, die gerade Holz sammelte. Und er rief sie an und sagte, hole mir doch ein wenig Wasser im Gefäß, dass ich trinke. Und als sie hinging, um es zu holen, rief er sie und sagte, hole mir doch noch ein bisschen Brot in deine Hand. Also ich weiß nicht, wie es mit dir ist. Der Ort in einer Hungersnot und in einer Dürreperiode, wo ich nicht hingehen würde, ist eine arme Witwe. Amen. Das ist der letzte Ort. Zu einer armen Witwe zu gehen, was soll die denn schon helfen? Ja? Und Sidon war ein Gebiet der Heiden. Die Israeliten haben mit den Sidoniern nicht verkehrt. Die waren auch wieder unrein und verachtet. Mich hat das tief berührt. In Lukas Kapitel 4, 24 bis 26 sagt Jesus zu den Pharisäern, die ihn verfolgt haben und steinigen wollten, weil sie so religiös waren, gesetzlich und hart und nicht erkannt haben, dass der Christus, der Sohn Gottes, in ihrer Mitte steht. Er sagte, viele Witwen waren in Israel zur Zeit der 3,5 Jahre Hungersnot. Ihr könnt das in Lukas 4, 24 bis 26 lesen. Aber nur zu einer Witwe hat Gott Elia gesandt, zu der Witwe in Zarpat. Jesus zitiert dieses Wunder. Und dann sagt er ein weiteres Wunder, das geschehen ist mit Naaman, der Syrer war. Nur einen hat er von Aussatz geheilt, ein Syrer. Und damit wollte er sagen, Gott liebt alle Menschen. Und die Pharisäer wurden so ärgerlich, könnt ihr nachlesen in Lukas 4, dass sie Jesus steinigen wollten. Weil sie haben genau verstanden, Gott hat Erbarmen mit Heiden gehabt. Und er hat Erbarmen mit dir und mir. Amen. Amen. Und so ist kein Zufall, er schickt sie nach Sidon zu einer heidnischen Witwe. Und dort hat er für die nächste Etappe Versorgung für Elia. Nun, die Witwe hatte selbst Not. Sie sagte dann in Vers 12, so wahr der Herr, dein Gott, lebt, wenn ich einen Vorrat habe, außer einer Handvoll Mehl, und ich habe noch ein wenig Öl im Krug, siehe, ich sammle eben ein paar Holzstücke auf, dann will ich hingehen und es mir und meinem Sohn zubereiten, damit wir essen und dann sterben. Die hat ihre Begräbnis vorbereitet. Ich glaube, Elia wurde nicht gesandt, damit er gerettet wird, sondern er hat die Witwe gerettet. Amen? Amen. Er hat die arme Witwe gerettet. Elia war die Heimsuchung Gottes, das Wunder Gottes, dass die Witwe diese 3,5 Jahre, die vielleicht fehlten noch 3 Jahre Dürre, überlebt. Und so hat Gott also hier einen überraschenden Auftrag und Wegweisung, und Elia
ist genug erfahren in der Beziehung zu seinem himmlischen Vater, dass er hingeht. Amen. Und dort findet er die Witwe. Und das führt uns zur Etappe Nummer 5, eine überraschende Bitte. Und das ist auch etwas, was wir lernen müssen, ein ganz tiefes Prinzip darin. Sie sagt, ich habe nur noch eine Handvoll Mehl und ich habe nur noch ein bisschen Öl im Krug. Und das ist genau wie bei der Witwe mit dem Ölkrug, wo Elisa hingeht in 2. Könige 4, 1 bis 7. Ja, darüber habe ich letzte Woche gepredigt. Wenn du die Predigt nicht gesehen hast, schau sie dir an. Und beide Witwen hatten bereits das Wunder in ihrem Haus. Das Wunder ist in deinem Haus. Beide Witwen in 2. Könige 5 mit Elisa, dem Nachfolger von Elisa, und die Witwe hier in 1. Könige 17 hatten in ihrem Haus etwas, was Gott multiplizieren konnte und was Gott vermehren konnte. Amen. Und sie mussten nur erkennen, was in ihrem Einflussbereich, in ihrem Haus ist, und dann mussten sie es nur noch freisetzen. Hörst du das? Das ist unser Teil. Das Wunder ist in deinem Haus, in deinem Einflussbereich, Menschen, die du kennst, ja, Gaben und Talente, die du hast, ein Dienst, den du tun kannst an vielleicht alleinstehenden, an alleinstehenden Müttern und Vätern, ein neuer Dienst, vielleicht ein Café, eine Hauskirche, eine Bibelschule, die du gründest und Leute trainierst. Halleluja. Danke, vielen Dank. Also, wir müssen erkennen, dass wenn wir Gott das, was er uns anvertraut hat, in seine Hände geben und ihm damit dienen, dass er es multipliziert und vermehrt. Übernatürlich. Amen. Und das haben wir erlebt seit 2010 bis 2020, dass Gott die Dinge vermehrt hat, die wir ihm in seine Hände gegeben haben. Und Elia sagt zu ihr, fürchte dich nicht, geh hin und tue nach deinem Wort. Ich sage dir, die Bibel sagt 365 Mal in der Bibel, fürchte dich nicht. Furcht ist das Gegenteil von göttlichem Glauben. Furcht ist auch Glaube, aber Furcht glaubt daran, dass dir was Schlechtes passiert. Furcht glaubt daran, dass du kaputt gehst. Furcht glaubt daran, dass deine Ehe zerbricht. Furcht glaubt daran, dass du an der Krankheit sterben musst. Und darum sagt Jesus immer wieder, stoppe die Furcht. Glaube nur. Amen. Fürchte dich nicht. Gib keinen Raum der Furcht. Weil durch die Furcht kommt Verwirrung, dein Verstand wird blockiert und Satan und Dämonen greifen dich an. Und darum ist immer das erste Wort bei Wundern, fürchte dich nicht. Glaube. Gott ist allmächtig. Amen. Denn so spricht der Herr, doch zuerst bereite mir von dem bisschen Öl und der Handvoll Mehl einen Kuchen und bring ihn zu mir heraus, dir und deinem Sohn magst du danach etwas zubereiten. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels, das Mehl im Topf soll nicht ausgehen, das Öl im Krug soll nicht abnehmen, bis auf den Tag, wo der Herr wieder Regen sendet, auf den Erdboden. Da ging sie hin und tat nach dem Wort des Elisa. Das Elia. Also, hier ist ein geistliches Prinzip. Elia sagt zu ihr, zuerst bring mir etwas von diesem Brot, von diesem Kuchen. Und jetzt könnte man sagen, was für ein unverschämter Prophet. Was für ein schlimmer Kerl, der schleicht sich doch hier in das Haus einer armen Witwe ein und an alles, was er denkt, ist sein knurrender Magen. Gib mir zuerst. Und gerade redet sie davon, dass sie am Verhungern ist, noch eine letzte Mahlzeit. Aber das wird der Schlüssel zu ihrem Wunder. Und Jesus sagt in Matthäus 6, 33 und in 24 bis 34, sorge dich nicht um nichts, euer himmlischer Vater sorgt für euch. Amen. Trachte zuerst nach meinem Reich. Suche zuerst mein Reich, wie du Menschen dienen kannst, wie du eine Lösung und Antwort für andere wirst. Suche zuerst die Werke, die ich durch dich tun will, dann wird dir alles Übrige hinzugefügt werden. Amen. Suche das, meine Gerechtigkeit, was von mir richtig und gut ist, laut meinem Wort in der Bibel und tu das zuerst. Amen. Vergiss deine Nöte
und gib dein Leben hin als gebrochenes Brot für andere. Und ich werde Wunder tun. Amen. Das ist ein geistliches Prinzip. Und Gott schaut zu und sieht, was wir zuerst tun. Amen. Und alles, was du haben willst, was immer du brauchst, das ist ein geistliches Prinzip im Reich Gottes, gib das zuerst weg. Was du brauchst, gib das anderen und dann wird mehr zu dir kommen. Amen. Brauchst du Liebe? Gib anderen Liebe. Amen. Brauchst du Freude? Bereite anderen eine Freude. Ermutige andere. Diene anderen. Gib anderen von deinem Brot oder von deinem Geld. Sei treu. Ja, die Bibel sagt in Malachi 3, 24, 26, bringt den Zehnten in mein Haus. Ja? Gebt etwas von eurem Einkommen in mein Haus, die Gemeinde, in das Reich Gottes. Und dann prüft mich doch, ob ich noch die Fenster des Himmels aufschließe und Segen in Fülle ausgieße. Ja? Und wir können Gott prüfen, dass wir anfangen, zuerst etwas von unserem Geld zu geben, von unserer Liebe, von unseren Gaben. Also was du zuerst Gott gibst, was du Gott gibst, das kann er multiplizieren. Das wird Gott multiplizieren. Viele sagen, ja, wenn ich was übrig habe, dann werde ich was geben. Ich sage dir, wenn du die Haltung hast, wirst du nie was übrig haben. Du wirst von Mangel zu Mangel gehen, du wirst festgefahren sein und da ist kein Segen Gottes drauf. Amen. Amen. Weil Gott ist ein Geber. Er hat dir deinen Atem gegeben. Dein Herzschlag, deine Seele im Mutterleib, einmalige Gaben und Talente, damit du ein Segen wirst, tausendfach für diese Generation. Amen. Hundertfach für andere Menschen. Und wenn du das tust, dann wird der Herr mehr und mehr Menschen senden und dann wird er Finanzen senden und er wird dir Gunst geben und er wird vermehren, was du hast. Amen. Amen. Nur ein fahrendes Auto kann Gott lenken, hat mal jemand gesagt. Wenn du im Dunkeln bist, manchmal beklagt man sich, du machst das Auto an, dann siehst du 20, 30 Meter weit. Aber fahr mal los, dann siehst du die nächsten 20, 30 Meter, stimmt das? Und die nächsten 20, 30 Meter. Und wenn du losgehst mit Gott, weil er dir was gesagt und gezeigt hat, dann wird er dich führen und dir seine Plan und seine Strategie offenbaren. Amen. Und er wird dich segnen und vermehren und multiplizieren auf dem ganzen Weg. Die Wunder Gottes sind Multiplikation, sind schöpferische Wunder der Heilung, ja, und eben auch der Vermehrung unserer Mittel und unseres Geldes und unserer Möglichkeiten. Etappe Nummer 6 ist ein überraschendes Wunder. Wir lesen also in Vers 15, da ging die Witwe hin und sie tat nach dem Wort des Elia. Was wäre passiert, wenn die Witwe gesagt hätte, das ist doch absurd, ja? Ich kann doch nicht dieses Brot dir geben und hätte die Tür zugeschlagen. Dann hätte sie die Beerdigung organisiert, stimmt das? Für ihre beiden Söhne und für sich. Sie wäre tot gewesen innerhalb von ein, zwei Wochen, ja? Aber sie tat nach dem Wort des Elia, sie gehorcht Gott, weil sie hatte ja auch nichts zu verlieren, stimmt das? Hast du was zu verlieren? Dein Leben, gib dein Leben Gott hin. Amen. Und dann wird Gott daraus etwas Gewaltiges bauen. Wir sollen unser Leben verlieren, sagt Jesus. Stimmt das? Wer sein Leben verliert, der wird es finden und wird Fülle haben, wird Überfluss haben. Also im Reich Gottes ist es upside down, auf den Kopf gestellt. Wenn du verlierst, gewinnst du. Amen. Halleluja. Also Sunny und ich geben sehr, sehr gerne. Also mir fällt das nicht schwer. Früher muss ich das lernen, aber ich habe Freude heute zu geben, hierhin, dahin, dorthin. Das ist mir eine Riesenfreude, weil ich immer weiß, ich kann Gott nie im Geben übertreffen. Amen. Amen. Gott hat 100 Wege, uns zu segnen. Und dann lesen wir, und sie aß, sie und ihr Haus, und das Mehl im Topf ging nicht aus, und das Öl im Krug nahm nicht ab, nach dem Wort des Herrn, das er durch Elia geredet hatte. Amen. Der Schlüssel für Wunder ist Gottes Wort. Amen. Amen. Dass Gott zu dir redet. Und dafür müssen wir in diesen Krisenzeiten, wo wir immer noch Corona-Krise haben, ja, jetzt hören wir Sachen aus Russland und Ukraine und China und wer weiß nicht, Mangel und Lieferketten und wer weiß, was noch alles kommt. Aber ich sage dir, Gott ist allmächtig.
Gott bahnt durch die Wüste einen Weg für dich und mich. Und er wird uns vermehren und er wird uns Überfluss geben, egal was in der Welt passiert. Das musst du glauben. Amen. Amen. Das musst du glauben, dass Gott ein Gott ist, der nur Segenspläne hat. Und dann geschieht dieses Wunder. Gott erfüllt sein Wort. Jeremia 1,12 lesen wir, Gott wacht über seinem Wort, es zu erfüllen. Und das haben wir hunderte Male erlebt. Und in dieser Zeit musst du in die Stille gehen zu Gott. Jesus sagt, wenn du mühselig und beladen bist, in Matthäus 11, 28 bis 30, vielleicht bist du gerade in Mühsal mit deiner Ehe, mit Beziehung, mit Finanzen, mit Verlust von Wohnung oder Job oder bedrohlichen Umständen. Komm zu Jesus. Amen. Und sage, Herr, ich gebe das alles in deine Hände. Ich schütte mein Herz vor dir aus. Rede jetzt zu mir. Rede zu mir. Zeig mir deinen Segensplan in dieser Krise. Verwandle meine Wüste in einen wasserreichen Garten. Und Gott wird zu dir reden. Amen. Und dann, wenn er zu dir geredet hat, wie diese Witwe, handelst du nach Gottes Wort und Gott wacht über seinem Wort, Wunder zu tun und sein Wort zu erfüllen. In Jesaja 55, 11 steht auch, mein Wort, das ich zu euch sende, kehrt nicht leer zurück, sondern ich werde ausführen, wozu ich mein Wort gesandt habe. Amen. Amen. So hat Gott das Universum geschaffen und so schafft Gott heute noch Wunder in deinem Leben und in meinem Leben. Amen. Amen. Ich möchte jetzt etwas zur Anwendung geben, was ich so noch nie gemacht habe, aber ich wollte enden und da hat der Heilige Geist gesagt, du bist noch nicht durch. Und jetzt kommt eine praktische Anwendung und ich möchte dich einladen, praktiziere dieses Jahr und bis Jesus wiederkommt, Habakkuk 2, 1 bis 4. Das ist einer der kleinen Propheten nach Jesaja, Jeremia, Ezekiel, Habakkuk 2, 1 bis 4, wie man Gottes Stimme hört. Und da sagt der Prophet, auf meinen Posten will ich treten und ich will hören und sehen, was Gott mir antworten wird auf meine Fragen und auf meine Klagen. Und dann schreibe ich es auf und dann teile ich es anderen mit und dann baut Gott ein Team um dich und gibt dir Gunst und sendet Menschen und Mittel, und damit man mit dieser Vision und mit diesem Plan laufen kann. Darüber haben wir in der ISCD Bibelschule einen ganzen Kurs aus 4 Lektionen, wie man Gottes Stimme hört. Und das ist einer der besten Texte in Habakkuk 2, 1 bis 4, wo Gott trainiert, Wunder zu empfangen von ihm, seine Stimme zu hören. Elia hatte eine Prophetenschule, Elisa hatte Prophetenschulen und das waren im Grunde Schulen, still zu werden und von Gott Worte zu empfangen. Seine Pläne, sein Reden über Regierung, Korrektur, stimmt das? Worte der Buße, Worte des Gerichtes. Und das waren trainierte Propheten. Und Gott will, dass wir im neuen Bund des Reiches der Himmel, das Jesus auf die Erde gebracht hat, alle prophetisch sind. Amen. Du kannst dein eigener Prophet werden, wenn du in die Stille gehst und sagst, Gott, was nun? Zeig mir mein nächstes Wunder, rede zu mir. Und jetzt kommen 3 Hausaufgaben. Frage Gott, erstens, wo ist mein nächstes Wunder, Herr? Zeig es mir. Was ist in meinem Haus, in meinem Einflussbereich, was du dafür gebrauchen willst? Zeig mir, was in meinem Haus ist, das du für mein nächsten Wunder gebrauchen willst. Amen. Es kann eine Beziehung sein, es können deine Gaben und Talente sein, zu lehren, zu schreiben, zu malen, zu tanzen. Tanzkurs beginnst du, ja, das sind jetzt nur Beispiele. Das kann ein neuer Ort sein, eine neue Gemeinde, ein Umzug, ja. Dann zweitens, frage Gott, hast du einen neuen Ort des Segens für mich? Hast du eine neue Aufgabe für mich? Hast du einen neuen Job für mich? Vielleicht bist du in deinem alten Job unzufrieden, weil dir ABC stinkt und nicht gefällt. Du musst dort in diesem Job nicht sterben, sondern komm zu Gott und sage, Herr, hast du einen neuen Job für mich, einen besseren für mich? Und dann wirst du still und Gott wird zu dir reden. Amen. Hast du eine neue Aufgabe für mich? Hast du eine neue Quelle der Versorgung für mich? Herr, dann zeig und offenbare sie mir. Dann drittens, frage Gott, was soll ich zuerst tun? Gott, zeig mir, sind meine Prioritäten die richtige? Sind meine Prioritäten in Ordnung? Gefallen dir meine Prioritäten? Wie ich meine Zeit nutze, wie ich mein Geld nutze, wie ich meine Freizeit nutze, wie ich meine Gaben nutze.
Was soll ich zuerst tun, Gott? Frage Gott, was soll ich ändern? Was gefällt dir, himmlischer Vater, in meinem Leben? Davon will ich mehr tun. Was gefällt dir überhaupt nicht? Und dann will ich es lassen. Amen? Amen. Was soll ich ändern? Was soll ich zuerst tun? Und dann, die Grundlage ist, gib Gott alles hin. Amen. Lass los, lass Gott. Alles gib in Gottes weise und allmächtige Hände. Amen. Amen. Gottes Hände sind weisere Hände als meine Hände, als deine Hände. Und er hat ein bisschen mehr Macht und ein bisschen mehr Mittel als du und ich. Amen. Also gib dein Leben ganz mit allem, was du bist und hast, in Jesu Hände und in Gottes Hände. Amen. Du lässt los und dann sagst du, Gott, führe und leite mich jetzt auf dem Strom des Lebens in die nächsten Wunder und Segnungen. Amen. Und dann wirst du manövrierbar für den Heiligen Geist, für Gott. Und du wirst lernen, in Gottes Schule der Wunder Neues mit Gott zu erleben, was ein Segen für diese Generation wird, für viele Menschen. Amen. 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 Lass uns noch mal beten kurz. Himmlischer Vater, wir danken dir jetzt für dieses lebendige Wort. Wir danken dir, dass deine Wunder zu zahlreich sind zu zählen. Und bei dir sind die Auswege vom Tod. Bei dir sind die Auswege aus jeder Krise und jeder Not. Und Herr, wir wollen still werden vor dir. Wir wollen Habakuk 2, 1 bis 4 praktizieren. Rede du zu uns durch deinen Heiligen Geist. Komm mit deiner frischen Salbung auf uns alle dieses Jahr, dass wir von dir empfangen Werke, Worte, Orte und Taten, Herr. Rede zu uns und manövriere uns auf dem Weg des Lebens in die neue Phase deiner Wunder. Lass uns viel Frucht bringen, Herr. Und wir danken dir, Jesus, dass du Ehen heilst, Familien heilst, Beziehungen heilst, auch Finanzen heilst. Vater, wir kommen zu dir und wir wollen von dir hören. Und dann wollen wir tun, was du uns sagst. In Jesu Namen. Amen. Amen. Gott segne dich reichlich und schreib auch eine E-Mail, wo du von Gott ein Wunder erhalten und empfangen hast. Und wir beten auch gerne für dich. Gottes reichen Segen. Amen.